Ich wünsche alle Teilhörer Gottes sehen. Als nächstes hier die Erklärung von der Katechismus mit Predia Davidek in Cuauhtémoc, Mexiko. Wiedergehen und dann sind Katechismusleihung und so ist wie die Eberschaft sein dann für die genug kicken dann wir sind ab 7:55 du so bei den einen Frau also wir sind in der dritte Hauptstück und das fünfte Kapitel und die zweite Aufteilung und so haben wir die Eberschaft vom jüngsten Gericht so und dort sagen wir dort all dort wir sind so ziemlich die Länge wir waren von der und mit dieser Lektion krieg wo wir vorher mit uns sein krieg. Und eine Bemerkung, was ich allmals mal gemerkt habe, ein Blick auf die Katechismen, dort ist so ein Kartgefühl und Frauen und Antworten leicht zu verstehen, die wichtigsten Dinge zu weiten, von wo man kann, ja, den Wagen im Himmel fing oder gerat worden oder wo immer wir dort nahen wollen. So, und so soll wie von der auch war, wir haben all in der Ferienlektion gekickt von der Abstuhl von den Todes. Und du hast dann auch mit dir angeschickt, dass wir gesehen haben, dass die Bibel eigentlich redet von zwei Auferstehungen, dass die gerechte Ischwein abstuhlen und danach, so wie das letzte lesen deuten, waren die andere. So war wir von der und auch, wenn wir von der Gerecht waren haben, da war wir auch weiter sein. Unsere Katechisten, der erste abgestellt mit Frauen antworten, das sagt, hart die Food, so top die Food. So, eigentlich habe ich sagen, wir haben von der und drei in eins so, wenn wir denken an das jüngste Gerecht, dann haben wir dort den Lohn von der Fromme und die Strafe von der Gottlose. So, und dort habe ich das sein, dass eigentlich sozusagen drei Überschaffen, was wir von der und der Lektion würden geben. So, und dann habe ich zu tun mit, in diese letzte Frauen und Antworten, du sie noch viel so top gepackt, viel so nahen gedun, und in Kart einfach so gefühlt mit Frauen und Antworten. So krieg ich auch an das Gerecht gedacht. Und wir waren von der und sein, dass wir von das Gerecht, wo wir ein bisschen mit Mädchen sein krieg, von der Gerechte, was für das Gerecht ist, für die Gottlose, was für das Gerecht ist, und dort ein Ungescheid ist und so wieder. So, aber dort ist, war er ganz kalt gefühlt. In Katechismen, du hast von dort so nicht so in die Frauen und Antworten nicht mehr. Aber wenn wir die Schrift stehen daneben und wir dann du in der Bibel nachgehen und checken, dann fängt wieder mal einfach von dort krieg, dort erst Däuber und Bräuter erklärt krieg, von das jüngste Gericht. So, fangen einmal an mit den jüngsten Frauen, du wirst an solche Frage, was wird nur das Abstuhlen von den Todes folgen? So, wir haben letztes Krieg von der Abstuhlung von den Todes, nun wird er gefragt, was wird der Hinger sein, wenn die Todes sich abgestuhlen sind, was wird der Hinger folgen? So war der Krieg, ja, wir versagen, diese Frau fragt es einfach so, als wenn du bist ein Abstuhlung von den Todes, wie das ist einfach top gefühlt, kalt gefühlt, so, wird hier nur gefragt, was folgt nur der Abstuhlung von den Todes? Die Antwort, die sagt dann, so steht, du wirst ein Tag sein, und wenn Gott rechten wird, in Erdbaden mit Gerechtigkeit, dann wird wir alle für den Rechter Stolz Christi oben bohren. Krieg, was ich euch gesagt habe, wird nur der Abstuhl von den Todes folgen wird, du wirst ein Dach sein, und den Gott rechten wird in Erdbaden mit Gerechtigkeit, dann wird wie alle für den Rechter Stolz Christi kommen. So, das sei ein kalt gefühlt und top gefühlt. So, wer über die Schrift steht, dort zu lesen, und wir haben da unten hier, was ihr steht, Apostelgeschichte 17, Vers 31, und du sie lesen, wie sie steht, denn er hat einen Tag vorgesagt, an dem er den Erdkreis rechten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dort bestimmt hat, und hat ihn jeden den Glauben angeboten, indem er ihn von den Todes abgeweigt hat. Also hier zu unserer Frau gekriegt, was kommen wird, nur das Abstuhlen von den Todes, habe ich hier diese Schrift stehen, was uns da begründet, was unsere Antwort auch sagen wird. Und hier so heute einfach, Gott hat den Tag auch vorgesagt. Und mein Ende wird, wie Gott erst hat auch klar, der Tag ist vorgesagt, wann er hier wird, in England mit dieser Welt, wann er hier gerecht wird, der ich viel. Und dann sagt er hier, wo er den Erdkreis rechten will, mit Gerechtigkeit, der ich einen Mond. Also, wenn wir hier denken, dann, und von der und in dieser Zeit, wo wir beim Leben dann, du sollst wie dort vielmals errichtet, wird Rache gegeben. Rechtet, wird Rache gegeben. Und dort, der ich drohen, der ich bekämpfen,
in verschiedensten, was wir tun, also unsere Menschen, auch wenn wir denken, dann so einfach im Gesetz, in der Welt, so, du wirst auch so viel uns dort tun. Dort einfach reicht das Wort Arache Jef, und Arache Wort reicht Jef, und dort durch Drohungen und so wieder. So hier steht aber ganz besonders, dort die Betonung, Ben, dass das sagt, hey, weil den Erdkreis rechten mit Gerechtigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier nur denken. Und dort heute, die Dinge, die von dir an, für Menschen und der rechte Dinge, was für Menschen und sein Arache je fort. Oder der Arache Dinge, was für Menschen und sein Rache merkt wort, Rache je fort. Die wollen, die wird Gott rechten, die wird halt rechtstellen, die wollen durchgestellt worden, so ist es dann. Was Rache ist, ist Reich, und was Arache ist Arache. Du wird korrekt einfach alles rechtlich so, der geführt worden. Und dann sagt er, der ich einen Mann, den er dort bestimmt hat, und hat einen jeden den Glauben angeboten, indem er den von den Todes abgewagt hat. So, dort heute korrekt, er wird das gerecht, der ich führen, da kommen wir noch ab, wenn wir die nächste Frage und Antwort, wo er in der Schrift dort lesen. Also, der ich einen Mann, den er dort bestimmt hat, und dann sagt er, du, und hat jeder Mann den Glauben angeboten, indem er am von den Todes abgewagt hat. Das meint korrekt das. Wenn wir zum Beispiel lesen oder hören, dass Gott Jesus hat vom Tod abgewagt, dann meint, wenn du, lieber Tauherrscher, oder die Tauchecken des, wenn du vielleicht, dort von dir und dem ersten Mal so hören, vielleicht krieg, dort Gott Jesus hat vom Tod abgewagt, dann meint dort, dann hat Gott die, du derich, dort euch geboten, dass die du an Glauben kost. Das war diese Phase, die hier eigentlich sein wird. Er hat einen jeden den Glauben angeboten, an dem er am von den Todes abgewagt hat. Und dann habe ich dir noch eine Schrift stehen, und das ist in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10. Und du sollst erst dort betont, dass wir alle für die rechte Statistik kommen wollen. Das heißt, das ist das, denn wir machen alle oben bohren wollen, für die rechte Statistik, damit jeder seinen Lohn kriegt. Für dort, was er getan hat, bei Lebenszeiten. Ob das ein Gott ist oder Beuys. Und sagen wir, diese Frage kriegt, das wollte ich am Anfang auch sagen. Und sie fragen und antworten, die haben das gesagt, taubt ihr Fuß, sagt, kalt ihr Fuß. Und diese Frage, die geben uns ein bisschen Bräuden, die geben uns ein bisschen deuteren Einblick, ob das ihr Recht zum Beispiel. Wenn wir hier so sagen, das sage ich hier so, wie man alle umbohren wollen, für die rechte Stadt Christi, dann sagt er, du mit ein jeder seinen Lohn kriegt. Diese Aussage kriegt, dass jeder seinen Lohn kriegt, der wiest uns all, der führt uns all Däuber und Bräuden an in der Tümer kriegt. Dann sagt er, dass er, was er getan hat, belebt ihn, ob das nicht Gott ist oder ob das nicht Beuys ist. Vielleicht darf ich hier und diese steht einmal ein bisschen eine Betonung mehr. Wenn wir denken dann an Lohn zu nehmen, dort ist kriegt ein Wort, was wir in der Bibel fing down und ihr doch und der Timer ihr recht. Da fing wieder zu sagen, klar, dass du wird belohnt worden. Hei wird kommen, und wie wollen die nur noch abkommen, hei wird Lohn geben, du wird belohnt worden, oder du wird ihr recht worden, nur du wird, und du wird belohnt worden, nur du wird einfach und so wieder. So dort führt uns dann die mit die Bräuer, du nennen, dass wir sagen können, dort du wirst gerecht worden, nur du worden, und das wird verschieden sein für die Gerechte und für die Eurechte. So, sie kennen hier so anhand von der Tür, wie sein, dort nur das Abschluss von der Tod ist, dann kommt du ein Gerecht. Ein letztes Gerecht, ein Endgerecht, wo ich letztes und mit dir abhanden, die in der Ferienlektion von Abschluss von der Tod ist, von der Offenbarung, wo das redet von der Preisgericht, von dem Endgericht und so weiter, oder der Grote wird der Thron, je nach der Bibel, was wir dann lesen dann, je nach der Übersetzung, was wir lesen dann, du stellst die Überschrift so, der Grote wird der Thron, oder dort Endgericht und so weiter. So, dort ist ein Gericht, was da kommen wird. In diese Fragen und Antworten, da haben wir das Schrift stehen, das haben wir einfach so abgestellt, allgemein von einem Gericht. Und wir haben über ein bisschen gesehen, anhand von Abstunden von den Todes und so weiter, dort wird verschieden sind, für die, die gerecht sind, dort abstimmen von den Todes, die wollen euer. In Kraxe wurde doch einfach mit, dort gerecht sind. Du wirst wir bald noch abkommen, in der nächsten Frage und Antwort, wollen wir dort lesen dann. Also ein Reich sprechen. Was Reich ist, dort ist Reich, was falsch ist, dort ist falsch. In Gerecht wird das Gerecht einfach sein. Bei diesem Weltgerecht machen alle Menschen für den rechten Stuhl Christi. Also diese Aussage fing wie hier und heute. Jesus wird auf den Stuhl sitzen, auf den rechten Stuhl, damit die Rechte euch führen. Wie kommen denn noch ab, da haben sie Frauen und Antworten, woran wird Jesus dort sein? Also du wolltest wieder sagen, dass Jesus dort wird sein, und dann wollen wir uns fragen, woran ist Jesus der Rechte und so wieder. So du machst wie alle einmal einfach so, verkommen
und einfach uns, wir würden sein, einfach so verantworten, wann wir um und wird, so dort sein würden. So, wir gehen dann wieder, nur die nächste Frage und Antwort, und der fragt uns dann, wer wird aus dann der Rechter sein? Der Antwort des Eises ist, Jesus Christus, der Sehen Gottes, denn der Führer recht können, sondern alle, die recht haben, heute dem Sehen über Jef. Johannes Kapitel 5, Vers 22, Part 27. Entschuldige mich. Johannes 5, Vers 22, Part 27. Das sagt jetzt das. Denn der Führer recht können, sondern alle, die recht haben, heute dem Sohn über Jef. So, wir sehen hier, hier ist Uckwala. Der Bibelfasch einfach genommen, so der Antwort Jef, der Frau, wer wird aus dann der Rechter sein? Und dann sagt er, 23 ist der Fall so, du möchtest sie alle dem Sohn ehren, so sie dem Führer ehren. Wer den Sehen nicht ehrt, der ehrt den Führer nicht, der am geschickt hat. Ich sage ihn ganz ab ihrens. Wer mein Wort ehrt, entläuft dem, der mich geschickt hat, der hat dort ewige Leben, entkommt nicht in dort gerecht, sondern er ist vom Tod zum Leben der gedrungen. Ich sage ihn ganz ab ihrens. Dort jemte stören und es all nü, dort der Todes hier war der Stamm von den Sehen Gottes und die hier, die waren Leben. Denn so ist der Futter dort Leben haf in sich selbst, so haf er auch dem Sehen gegeben, dort Leben zu haben in sich selbst, und haf am Vollmacht gegeben, dort die Recht zu holen, will heute die Menschen sehen es. Zu unserer Frau krieg, wer wird dann der Rechter sein? Jesus Christus. Wenn sie Futter recht können. Und hier so in der letzten Port von diesem Pharisei wie hier, lesen wir hier so ein Pharisei, finde ich, in 7, finde ich, denn so ist der Futter dort Leben hat in sich selbst, dort meint, dann weit wie, wenn Gott hier redet von dort Leben in sich selbst, da redet er von einem Leben, dort ein eigenes Leben ist. So hat er auch dem Sehen, dort meint Jesus, sehen und sehen, hier gegeben, dort Leben zu haben in sich selbst. Und er hat am Vollmacht gegeben, dort ihr Recht zu holen, wen es heute Menschen sehen ist. Was wollen uns das eigentlich sein? Zu unserer Frau, wer wird dann der Rechter sein? Wen es heute Menschen sehen ist, dort meint Kraft das, dass er als Mensch gewas. Er als Mensch gewas, er als im Fleisch gewas, er als versorgt worden, Kraft so aus wie, wo wir in Hebräer zum Beispiel von lesen können, er als in allem versorgt worden, so aus wie, er kann mitleiden mit uns, er kann mitfallen mit uns, er als in allem versorgt worden. Dort ist es Kraft. Jesus als Mensch geworden, er ist versorgt worden, er hat gelitten, er kann mitfallen, er kann mitleiden. Und du weißt, hat Gott am Charakter dort gerecht übergeben, wenn heute die Menschen sehen es und ohne wie den heute Mensch ist. Jesus Christus wird der Rechter sein. Aber nun in unserem Kontext, was wir hier so gelesen haben, weil ich uns ein Timothy auf Wort anwiesen. Und das führt uns dann, war er mehr in dort einen Krieg, wo ich auch noch gedient habe. Krieg dort verschiedene gerecht, preisgericht. Vielleicht darf ich hören, was das sei. Wenn wir in die Bibel checken, dann fingen wir ganz klar, auch was die Bibel uns lehren hat, von gerecht. Was ich euch gesagt habe, ein gerecht, und wir fingen so klar, von dort im Preisgericht wird sein. Dort meint die Bibel, redet von dem Preisgericht, dort Lohn wird er geben, wird die Frau. Da kommen wir nur noch einmal ab. So, dann sei wir dort, die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dann macht wir im Kontext für sich Rüte fingen. Von Wort von im Blick zum Beispiel nicht mal ab dort gerecht. Von Wort von gerecht redet hier. Redet hier von Preisgericht, Priestgericht, oder redet hier von dort letzte gerecht, wo diese Welt wird vergunden, zum Beispiel. Und dann schauen wir, wenn wir dort beobachten und dort rüttfingen, dann schauen wir dir bitte von eindeulen, ob der Dünne redet von einem Preisgericht oder angerecht. Und gerade hier ab dieser stehen, hier sage ich dir, das sei klar, dann hat Jesus damals selbst gesagt, wenn er sagt, dort in sieben Wurzeln, und er sagt dann, wer mein Wort hört, dort meint Jesus redet, nur heute dort, wer dort Jesus sein Wort hört, und dann sagt er, entläuft dem, der Arm geschickt hat, dort meint, wir wollten dort, Gott hat Jesus ab dieser Erde geschickt, und er sagt dort, der hat dort euer Leben, der hat dort euer Leben, dort meint, der hat dort Leben, dort unten eng ist, und Anfang und unten eng, dort ist dort Leben, was Gott hat, der hat dort Leben, sagt dort hier. Und dann sagt er, hier hängen wir auch noch, und kommt nicht in dort gerecht, sondern erst vom Tod zum Leben der Gedrungen. Kijk mal, kommt nicht in dort gerecht, dort hat er gerade mit dir zu tun, dort mein Krieg, dort ein Gericht,
dort die Reich, wo Gott wird durchführen, dort wird kommen über diese Welt, wo diese Welt wird brennen, wo auch einfach das letzte Reich wird durchgeführt worden, bei den großen Witten Thron oder dort Endgereich, wo die Gottlose wurden einfach in den Hals geschmitten worden, taub mit dem bösen Fiend und seinen Engel und so wieder. Der kommt nicht in dort die Reich, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Nun höre ich, wer mein Wort hielt und gläuft dem, kämpft nicht in dort Reich, in der Haf dort ewige Leben. Check mal, das ist der Unterscheid Krag. Was meint das Krag, wenn wir einmal über das nur denken? Wir fangen zum Beispiel in der Bibel geschrieben, dort du so einfach, da sage ich einfach, dort Wort ist dort, wo den Mensch rechten wird. Dort meint die Bibel. So, und hund von dort, dann tja wie sein, was wir hier einmal lesen für das Krag, in Johannes Kapitel 12, du so Vers 47 und 48, du hast die Gedanken Krag, wo ich in Hand will mit das Krag. Das sagt du es das. Er wer meine Wirt hielt und bewahrt sein nicht, den wo er nicht rechten, denn er sei nicht gekommen, dort er der Welt reich, er redet dann, so ist er dann in der Welt ankommen, sondern dort der Welt gerat wird. Wer mich veracht, und nennt meine Wirt nicht anders, oder wer mein Wort hielt, und läuft dem, der mich schreckt hat, wie sagt er hier? Wer mich veracht, und nennt meine Wirt nicht an, der hat all seinen Rechter. Dort Wort, dort ich geredet habe, dort wird am Rechten um jüngsten Tag. Was will ich sagen mit dit? Ich meine, dit ist krank, der Punkt krank, von was wir hier so geredet haben. Wenn wir denken, dann, was hier so sagt, ich habe nicht in dort gerecht, sondern erst vom Tod zum Leben durchgedrungen, hier so in Kapitel 5 fort wie dort, dort meint dann krank dit. Wenn wir dort Wort glauben, dann die Bibel, dann lassen wir uns von der und all sagen, wo wir stehen. Die Bibel sagt uns von der und so klar, dass wenn wir Sinn in unserem Leben haben, dann sind wir getrennt von Gott. Die Bibel sagt uns so klar, dass wenn wir nicht Büße getan haben, in Teufel getan haben, ob wir einfach Sünder sind, derch und derch, von Geburt ab Sünder sind und danach viel Sinn getan haben, wenn wir nicht Büße getan haben und dort nicht Teufel getan haben, dann sind wir verloren. Das sagt die Bibel uns ganz klar, dann sind wir getrennt von Gott. Die Bibel sagt also, auch so klar, was an Folgen wird, wenn wir nicht wollen, Büße tun, oder wir sterben, dann kommt dort ihr Reich. Da wo wir Tegorlatz zu der linken Hand gestellt worden, und wir wollen in die Fiege geschmitten worden. Und die Bibel sagt also, auch so klar, dort, wann wir Büße tun, haben wir unseren Taustand von unseren sinnlichen Taustand, dort wir Sünder sind, dort wir gesündig sind, wir haben die Büße tun, wir haben das Wut geläuft, wir haben Jesus abgenommen und so wieder, dort wir dann gerad sind von der ewigen Verdammnis, wir sind dann vom Tod zum Leben durchgedrungen, so wie wir so lesen tun, das sagt die Bibel uns auch. Dort heute in Ordnung wird so steht, wir luten uns von der und in das Leben, luten wir uns all rechten, wir luten all dort über sprechen über uns. Wir luten uns von der Wut Gottes sein, wo wir stehen in unserem Leben. Als wir Büße tun haben, dort wir ab den Schmoren weich sind, oder als wir nicht Büße tun haben, dort wir ab den Bräuten weich sind, wenn er nur der Verdammnis fehlen wird. Und deswegen heute dort hier, kämpft nicht in die, wer dort läuft, der kämpft nicht im Gerecht, sondern erst vom Tod zum Leben durchgedrungen. Dort meint die Bibel. Und hier sagt er uns so klar, wer mich veracht und nennt meine Wirt nicht an, der hat all seinen Rechter. Dort wird, dort er geredet hat. Dort meint die Bibel, da hat Jesus gesagt, dort wird am Rechten um jüngsten Tag. Dort meint, Gott hat uns sein vorget Bibelbuch gegeben. Hier ist alles Band geschrieben. Dort, wenn du warst, ein Tag, und wenn du nicht was spüßt, dann in diesem Leben, du wirst einen Tag vor dem Rechter kommen, du wirst den Urteil hören, da wird dit, nur das, was hier bei dir geschrieben steht, in der Bibel, dort, wo du bei dir geschrieben steht, nur dort wird dir recht worden, wird dein Urteil wird sein, ob du wirst zu der Linke oder zu der Rechte gestellt worden. Das Buch wird, nur das Buch wird dir recht worden, dort, wo in der Bibel bei dir geschrieben steht. So, wenn wir uns nun von der und all von dem Buch rechnen lassen oder beurteilen lassen. Und wie dann Büße, dann sagt diese Bibel uns von der und gekriegt, wo wir stehen, dann ist am Schmoren weich oder am Bräuten weich und so weiter. So, und das hat uns dann Bräuten nennen für ihn gekriegt, das Gerecht von Gerechte und von euer Rechte. Dort wird einfach verschieden sein, so dass wir kein bewahrt bleiben. Das war mein Wahl in Johannes 4 versprochen. Finde ich, ich habe nicht in das Gerecht. Dort mein Krieg, dort Gerecht bei den großen Witten Thron, dort Gerecht, was der Kummer über diese Welt, dort vier in all, dort ganze, die kann nicht tun, sondern erst vom Tod zum Leben durchgedrungen.
2. Korinther Kapitel 4, Vers 10, wo wir gelesen haben, du redest davon, wie man alle für den rechten Stuhl Christi kommt, und wir wollen nur Lohn stehen, da wird unsere Worte gewassen bei diesen Lebenszeiten, also in der Gau, dass er böse ist. Du redest davon, du preisgerecht, wie man alle einmal wie Jesus vorbei. Und für die Gerechte, wo das sein, die kommt vorbei, den Lohn zu kriegen, für das Gau, was sie tun haben, seitdem sie im Glauben gewassen haben, für Jesus gelebt haben, und du wirst sie verantworten für dort, was sie tun haben, nur dem sie Jesus gekannt haben, nur dem sie Kinder Gottes geworden sind, was sie mit ihrem Leben gedoen haben, für dort wollen sie verantworten, und dafür wollen sie beim rechten Stuhl vorbeikommen, bei Jesus Christus. Und der andere Oberwahrer, der wollen nicht bis sie gedoen haben, der wollen vorbeikommen, laut da, bei dort angerecht, wo sie wollen vorbeikommen und sie wollen bloß noch ein Urteil hören und sagen, ich kann sie nicht. Gut, von mir, die Verfluchte in der Ewige 4, und so wieder, wo wir noch wollen abkommen, kriegen unsere folgende Frauen und Antworten. So wie sagen du, dass Jesus wird der Rechte sein, der Sinn Gottes, wenn du wenigstens auf Gott andere alles übergebt, aber auch, wie es heute Menschen sehen. Also es ist alles durchgegangen, was wir Menschen durchgegangen kennen, damit die keine Beschuldigung einfach jährlich sein und wird. Und dann gehen wir wieder, nur die nächste Frage und Antwort, du fragst uns dann, wo wird der Tag gehen? Die Antwort sagt uns das, wenn über die Menschen sehen, kommen wird in seine Herrlichkeit, in alle Helden irgendwie mit an, da wird er sitzen auf den Stuhl von seiner Herrlichkeit, und wurden fair am alle Felder versammelt worden, und er wollte sie von ihnen unterscheiden, kriegt so aus ein Hoher der Schub von der Berg trant, und wurde der Schub zu seinen rechten Stahlen und der Berg zu seinen linken. Matthäus Kapitel 24, das werden wir lesen von 31 bis 33. Du sagst, das ist das. Wenn über die Menschen sehen, kommen wird, in seine Herrlichkeit, in alle Engel mit ihm, dann wurde er sitzen auf den Thron von seiner Herrlichkeit, und alle Felder wurden fair am versammelt worden, und du wurde und er wird sie von den Unterscheiden kriegt, so ist ein hoher der Schub an der Berg schert, und wird der Schub zu seinen rechten Stahlen in der Berg zu seinen linken. Also ähnlich wie sein einfach, zu unserer Frau, wo wird der Tag gehen, sind einfach diese Bibelfersen. Matthäus, Kapitel 25, Vers 31 bis 33. Die Versen sind einfach genommen so, und aus einer Antwort der Hand gestellt hat die Frau, wo wird der Tag gehen. So, was wir hier sagen, tun, dort ist, hier so wird eine Trennung sein. Eine Trennung sein von Gott, von den ewigen Gott in von Gerechte in eure Rechte. Wir wollen das hier so nie beohren, noch mal erbrücken, weil wir wollen wieder nach Kuhn kriegen, der Lohn von der Frau und so wieder. So, hier kriegen wir von das, hier sagt er einmal, die wird sich von den unterscheiden. Der rechte und der linke Stahl. So, und dann meint er, krieg, du wirst ein Deulen sein, du wirst ein Tran sein von der rechte und einfach von der euer rechte. Und hier redet dort krieg von dort weltgerecht, dort endgerecht. Wenn wir hier so kicken, dann meine Bibel hat hier so eine eindeutige Frage, die Überschrift so vom weltgerecht. So, hier redet die Bibel von der große wird der Thron, dort letzte Gericht krieg, wo in Offenbarung auch von geschrieben steht. Das war das Wort Togun. So, da sei wie auch war, hier sind diese Frauen antworten, die sind bloß einfach so top die Food, ein Eva Black so Eva dort gerecht, bloß einfach so. Und so war das einfach so Togun. To der rechte und to der linke. Also Jesus kam mit seinen Engel in seine Herrlichkeit, ob ihr alle Väter kommen, für den rechten Stuhl, Trennung von Gerechten, von euren Rechten wird folgen, du wirst kein Unsinn von der Person sein, und so wieder. Also er wird gerecht handeln, kein Bekämpfen wird du sein, kein Bereden oder Bedrohung, alle Worten werden umbohrt werden, alle Wirt werden umbohrt werden, alle Gedanken werden umbohrt werden, das Gerecht wird endgültig sein, dort wird nicht holfordig gemerkt werden, noch abgeschoben werden, oder geändert werden, wird unsere folgende Frauen und Antworten ans Nuk sein werden. Wir gehen damit wieder. Nur die nächste Frau und Antwort, du wirst so gefragt, wird du kein Unwein sein von einer Person sein? Die Antwort sage ich, bin am Geld kein Unwein von einer Person, sondern er wird geben an jeden nur seine Worten. Hier so kommt Alvara, krieg ein bisschen mehr von, krieg, wenn wir kicken, dann er wird geben an jeden einen nur seine Worten. Nur da haben wir uns gegeben, in Römer Kapitel 2, nur so falsch saß, aber auf, und ich will dort immer lesen, so ist das. Dann sage ich, das ist das. Da ihnen jeden geben wird, nur seine Worte. Euer Leben, da in aller Geduld mit guten Worten trachten nur Herrlichkeit, ihr in anvergänglichem Leben. An Genut und Zorn über ihr Doi, der streitsichtig und die Worte nicht gehorchen. Gehorchen über die Eurechtigkeit. Triebsal und Angst über alle Säulen von Menschen, die Böse tun. Die erste Jüden, ebenso die Griechen. Herrlichkeit über in ihr und Fried all Doi, der Gaudet tun. Die erste Jüden und ebenso die Griechen. Denn dort ist kein Unsein von der Person für Gott. Jesus sei wie krank. Auch sei er klar, das fängt so an, dass ich an jedem Leben nur seine Worte.
gerecht und ordentlich. Er wird in jedem Leben nur seine Worte. Dann wird er betont, der eine sieht, der gerechte sieht, euer Leben. Er sagt dadurch, dass du in Geduld mit guten Worten trachten, nur Herrlichkeit, ihr in unvergängliches Leben, ob ein Kreis nur euer Leben, wie Gott und so weiter. Dann du der Ordrechte sagt, dass du angenut und Zorn über die Stiefsichtig sind, die Worte nicht gehorchen über die Ungerechtigkeit, Triebsal und Angst über alle Säulen, die du böse tun, die erste Jüden und ebenso die Griechen. Die plötzliche Bibel hätte ziemlich klar einfach rüt sein, wo der Kreis sein wird. So, in dieser Ütsei hier so ein Verschnitt, letzte Port, die erste Jüden und ebenso die Griechen, der sagt uns all auch Wort, die, wo die alte Frau sagt, wo kein Ansehen von der Person sein. Dort meint, bietet von den Eindeulen und bietet jeden nur erlohn oder nur erwogen nur, du wo kein Ansehen sein, ob wir in Männern nicht gewahr sein, oder ob das ein Spanischer war, als ein Englischer, oder noch ein anderer in die Ohren vielleicht, oder was immer. Wie Gott ja kein Ansehen von der Person, wo von der Ross Menschen wie sein, wo von der Klihüt wie haben, und so wieder. Heute wartet einfach, gereicht euch vor. Dort meint ihr auch wir, dort heute, das wird nicht so sein, dass wir wollen vor Gott kommen, und dann wird Gott sagen, ah, du bist in Männern nicht gewahr. Okay, die hat, meint ihr nur, dann komm, du kommst im Himmel hin, und du bist ein Spanischer du, oder die besten Indianer, für die halt nicht so viel genug, die macht es einfach gut, bloß einfach nur der Halt. Du wirst kein Unsinn von der Person, so erst dort nicht, so dass wir dort vielleicht manchmal und fast mehr denken dürfen. Oder einige von unseren Dietschen vielleicht uns dort denken dürfen. Dort wird nicht, so dort sein, dort wird einfach gerecht sein, du wirst kein Unsinn von der Person sein. Dann geht er dort wieder, dann fragt er du so in der nächsten Frau, fragt uns dann so, wird more or less die Worte gerecht worden, so wie haben wir Klima gesagt, wie sollen wir das viert Däupern nennen, nur kriegt ihr doch an das gerecht. Hier wird nicht gefragt so, wird allein bloß nur die Worte gerecht worden? Die Antwort, die sagt dann, ist das, der Menschen muss noch Rechenschaft geben am jüngsten gerecht, von jeder anderen, die Wut, dass sie gerät haben. In Matthäus, in Kapitel 12, Vers 36. Ich habe von dort gerade gelesen. Matthäus 12, 36, es war so, du hast einfach so zu sagen, diese Bibelfers in Matthäus 12, 36, einfach genommen, du hast eine Antwort gesagt. Sagt du es das, ich sage gegenüber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen um Dach vom Gerecht und für jeder nichts nützt Wut, dass sie gerät haben. So, also früher Freihans, wird allein bis nur die Worten gerecht worden. Das meint bis, Worten sind die Dinge, die wir hängen lassen dann. Das sind Dinge, die wir tun dann. Zum Beispiel, wenn jemand ein Haus baut, dann meint das an die Worten, also zu sein, der hat ein Haus gebaut. Das sind Worten, so ist es dort ein Rütchen. Nun heute kriegst du das, wird allein bis nur die Worten gerecht worden. Die Antwort ist, ich, die Menschen müssen noch Rechenschaft geben, um die Gänse gerecht von jedem anderen, die Wut. So dann heute, dann sei wie dort alle und anhand von dir, hat Jesus immer selbst gesagt, dass wir wollen auch verantworten für Gott, für jede andere Wut, was wir geredet haben. Wenn wir uns nicht vielleicht immer fragen, dann, was ist ein andere Wut? Weil, das ist einfach ein Wut, du hast wie letztes Mal immer mitgefahren, wieder drehen in der Lektion, das ist einfach ein Wut, was du nicht neulich erst dort gesagt hast. Das ist einfach nichts nützt, was ich dort für selbst gesagt habe. Wir wollen dürfen bekommen und wir wollen einfach durch verantworten. Denn du warst, wie warst, du warst gerecht worden. Einfach für jede andere Wut, die wir geredet haben. Wo wir einfach so, hier so redet, und dann so antwortet von Rechenschaft geben, Martin, im Gegensatz für jede andere Wut. Und dort wir geredet haben. Und dort hat Jesus hier so selbst gesagt, so dort, in Extra mit einmal so steht fair, dort einfach dass wir wollen dafür antworten, einfach was aus der Redensort gewahrs, was wir geredet haben, was wir nicht geredet haben. Und ich will hier so eine Betonung einfach merken, damit wir nicht einmal aus Gottes Kinder vielleicht in verplärte Gewässern kriegen, aber dass wir nicht so denken, dass ich Büße getan habe, wie mein ganzes Leben, über all meine Sünden und so weiter, auch über die anderen geredet, habe ich Büße getan, und ich habe Jesus um Vergebung gefragt, und ich habe Jesus um Horten an sich geredet. Und dass wir da Klarheit über haben, dass wir nicht im Absurd denken kommen, dort hier, wir wollen verantworten für Gott, für all unsere anderen Geräte, für unser ganzes Leben. Das will ich hier so einmal betonen. Wenn wir Büße tun haben über uns sündiges Leben, und wir haben einfach unser ganzes Leben arm übergebt, und haben Büße tun über das meint, dann haben wir auch all die anderen Geräte, die wir geredet haben, da haben wir Büße übergebt, und du hast Vergebung übergekommen. Das heute alle, wenn wir vielleicht unter der Genut leben, und wir tun aus dem Kind Gottes, da wir vielleicht so eine schlechte Rede haben oder andere Geräte, und wir bedenken das gleich.
wie dann gleich büße die Eva. Haben vielleicht auch euch geredet oder haben vielleicht, was würde ich mal sagen, vielleicht einfach gelehrt oder einfach irgendein anderes geredet, einfach gehört, wie dann gleich büße Eva. Dort meint, wir wollen aus Kindern Gottes, wo wir beim preisgerecht, wenn wir die Verbiegung wollen, wo wir verantworten, für die Reden, so etwas wie gehört haben, wo wir nicht büße Eva gedun haben. Bloß, dass wir Klarheit haben, über das Krag einfach von dort wie, ja, einfach bloß wollen, für die wir verantworten, wenn wir vorher im Fall mehr reinkommen, der wir geredet haben, nur an unsere Bekehrung, und wo wir nicht haben Büße ewig tun. Aus Konzept, ob wir uns fängst, ob wir uns verplaudert gewesen haben, sein, meine ganze Jahre, wo ich gelebt habe, all die Wied, wo ich geredet habe, für die soll ich nicht für Gott verantworten. So dort erst ein Kitzchen braucht, wenn du die bekehrt hast, wenn du für nie geboren hast, was das jetzt alle einfach so, von dass du Christ warst, von du wieder, von deinem Redensort. Also da wollen wir einfach Rechenschaft auf jeden Mann und wir wollen einfach verantwortlich sein in der Vida. Wenn wir nun vielleicht ein Kind über das nur denken, dann, was kann mein Rechenschaft auf jeden? Dann denke ich weiter an, wenn jemand sich in der Bank Geld liegt, dann wird wieder der Mathe den Ungeschäft geben und er ist verantwortlich für das Geld, was er sich durchgeliegt hat. Und die Bank, die wird sich an den Numen von dem Ungeschäft holen, solange bei der Erlaubt das Geld hat. Das weiß wie. Und wenn so, er meint, der wird die Ungeschäft gegeben hat, der ist verantwortlich für das Geld, was er geliebt worden. So würde ich dort mit dieser verdienlichen Rechenschaft aufgeben. So wie wollen verantworten für Gott oder für dem Reich der Jesus, für den Redensort, was wir so geführt haben. So, trägt er unsere Frau, was allein bloß nur die Worten gerecht worden, den Menschen hat eine Rechenschaft gegeben für jeder. Um Janen in Gerechtstag für jeder andere zu tun, dass er geredet hat. Nun, hier wird aber noch ein wieder, sollen auch die verstärkenden Gedanken gerecht werden. Die Antwort heißt es das, der Herr wird am Licht bringen, wird im Diesten verstärken es, und in den Rot von dem Hort umbohren, und wird also das Verstärkende von den Menschen rechten. 1. Korinther, Kapitel Feier Vers 5 habe ich das erste. Du so lese ich von, auch in Römer wollen wir lesen, aber das erste einmal das hier. Du heute dort gesagt, dass wir fängt dort durch, dort heute durch, dort unsere Gedanken, dort wo noch keiner anweit, dort wird einfach so um Licht gebracht worden. Das sagt jetzt in 1. Korinther Feier Vers 5 so. Du wehnst recht nicht für die Tiet, aber der Herr kommt, der auch und Licht bringen wird, wird im Diesten verstärken es, und wird dort Trachten von der Hort oben Bohr merken, dann wird einen jeden von Gott sein Lob zu Deul wollen. Die plötzliche Bibel, der dort hier etwas ist, das sein, wird im Horten gedacht es. Unsere Frau fragt uns gerade, ob auch die Gedanken sollen um Licht gebracht werden. Und hier sagt das sehr klar, er wird dort auch um Licht bringen. Wir sollen nicht für die Zeit reichen, weil der Herr kam. Doch, wenn er auch um Licht bringen wird, wird im Diesten verstärken es. Und wird dort trachten, wird im Horten gedacht es, oben Bohr merken. Dann wird ein jeden von Gott dort Lob zu Deul wollen. Hier können wir einfach so stets sein, Vater. Wenn wir einfach dort nicht mal einfach vielleicht ans Verdienlichen down so mit dem Hort, und wir würden sagen, vielleicht, wir haben da vielleicht irgendwo in uns Hortbahn, wo wir vielleicht haben gedacht, in China weiter um. Vielleicht haben wir uns sinnliche Gedanken geführt. Vielleicht haben wir irgendwo Gedanken geführt über den nächsten, was immer das nicht ist. Und wir haben da vielleicht so verstärken in unserem Horten, und da wollt China um. Da wollt bloß, ich habe gedacht, in China weiter um. Nun heute dort, Gott, der wird auch um Licht bringen, wird in unsere Horten gedacht es, nein, was in dort verstärkne, das wird er alle so um Licht bringen, das wird umbohr werden, einfach so dort. So, dass heute, das wisst uns dann dort abhauen, das ist sehr wichtig, was wir für Gedanken führen, dass wir eine reine, dass wir eine helle Gedankenwelt haben, dass wir reine Gedanken führen, warum wir schlechte Gedanken an Rühm gegeben uns, warum wir schlechte Gedanken an Luden ernassen in uns, dass wir dann einfach dort tun, dass wir einfach Büße darüber tun. Eigentlich schafft ihr dort von unserem Allmächtigen Gott, schafft ihr dort eigentlich so, dort, hey, wollt ihr dort auch, wenn wir uns sinnliche Gedanken geführt haben, hey, wollt ihr dort auch sagen, Gott, hey, könnt ihr uns einfach am Horten entschicken. Aber, wir wollten dort, dass Gott uns gemerkt hat, mit einer Entscheidung und so wieder, dann meint dort, wie, hey, wir alle an und nach dort wieder tauschen tun, dann.
Er weiß das sowieso, und dass das kann in Ordnung gebracht werden, dass das kann reingewaschen werden, dann meint er, dass wieder Tau stehen. Wie büßen die wir dann, wie stehen der Tau? So kann er dann einfach in Ordnung gebracht werden. So, und hier heute nun, der verstärkende Gedanken, dort, wo im Horten gedacht worden ist, dort wird Gott auch einfach so um Licht bringen, so aus heute sowieso alles sieht von dir. Und wir haben dort noch unter je Römer Kapitel 5, Vers 10, du sagst auch so, an dem Tag, an dem Gott dort verstärkende von den Menschen, der Jesus Jesus rechten wird, so ist dort mein Evangelium bezeugt. So wie kann du von euch gehen, wie sollen hier nie, wo das Staub für Staub nennen fielen dort, und dort verantworten für Gott, oder auch dort gerecht. Dann sei wie du, der heute du wirst kein unsere eine Person sein, wir haben all gelesen, du wirst nur die Worte gerecht worden, und du wirst auch nur die Gedanken, so auch die Gedanken, die wurden um Licht gebracht worden, und so wieder. Und dann gehen wir entweder, und dann check wie du so, die 15. Frau, ob sie 57, sei wie du, und du fragst, dass es das in 15. Frau, wo wird dann dort über die Leute sprechen wollen? Der Antwort sagt so, der König wird dann sein, zu dir, zu seinen Rechten. Kommt her, je sehr in der Familienfutter. Er ruft dort direkt, dort dünn verbreitet es von Anbeginn der Welt. Da wird er auch sein, zu dir, zu seinen Linke. Gut han, je Verfluchte, und dort auf je vier, dort verbreitet es dem Teufel und seine Engel. Wir wollen das nicht gar nicht noch einmal lesen, aber Matthäus Kapitel 24, Vers 34, Bad 41, du hast dasselbe eng, du zwar der Charakter, du sind einfach, du fährst nicht genommen, was wird der Umfut hier für die Frau, wo wird das öde Leute sprechen wollen. Und wir sollen hier, der König wird dann sein, das meint Jesus wird sein, zu dir, zu seinen Rechten, das ist das öde, das wird die sprechen wollen. Und hier redet war er bloß von, all die Moin von dort gerecht, sagt er, kommt her, die Gesehende, also deutsche rechte Hand, wo er sein kommt her, die Gesehende von dem Futter. Auf dort direkt, dort verbreitet erst von Anbeginn der Welt. Und dann, sagt der Oberg, dann wird er gesagt, der deutsche Linke, gut, weich von mir, die Verfluchte und der Ewige Vier. Hier ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und hier wurde ein Klimatik gleich in einem Lot, wie uns zu nachlucken da. Was heutet, wenn er sagt, wenn er zu dir, wo er am Eugenum hat, da, wo er die Büße getan hat, ihr Leben, hat dort im Glauben Eugenum, was Jesus am Kies auf Golgatha vollbracht hat, wenn er zu dir wird sein, die Gesehende von meinen Fuhren, auf dort Rick, dort geistliche Rick, dort Himmelrick, dort verbereitet erst all euer der Grund von dieser Welt geleicht wird. Und dann, wo der andere sieht, kriegt dort jeden, der Linke, gut weich von mir, je Verfluchte, das redet einfach von einer Flucht über den Mensch, und dort auf je vier, dort von verbreitet worden ist, dem Teufel und seinen Engel. So, in seiner Sage der Unterscheid, wo du wird gesprochen worden, für die Rechte und für die Ungerechte. Zu der Linke und zu der Rechte, Sage der Unterscheid, wo du einfach wird dort sein. Also, und wenn ihr wird, ja, wie soll es das sein? Dort üdel wird es an, kommt her, ihr seht hinter meinem Futter, auf das Rick, und bei der anderen sie wird es an, gut weich von mir, die Verfluchte, und der Elfie 4, das verbreitet worden ist, dem Teufel und seine Engel. Also, wir sollen hier, du wirst eine Trennung sein, von der Rechte und von eurer Rechte. Du wirst ein ganz verschiedenes Ausprägen sein, von der Rechte zu der Rechte, und der eurer Rechte zu der Linke, und so weiter. Und er gleicht hier einmal, die mit dir eine Betonung zu merken, einfach über das kriegt. Das ist ein neuer Teil. Zieh mal von der und in das Leben, wo du in Eckbein leben down, dann wenn wir kicken down, wo das schaffen wird, wenn wir mit einem, wenn du oder Eck mit einem Ossenchrist auch, wenn wir sagen, ütlesen an unserem Leben, wie Jeroden vielleicht einfach im schlechten Tauschstund nähern, oder wir einfach weichgehen von Gott, dann haben wir nur die nubeste Freien, vielleicht uns eure Partner, wie immer und erst, die betet für uns. In Hauptanzeige, wie war er so ein Trick, kommt der Büße, war ab den Schmoren, ab den reichen Weichen ab. Die Gerechte, die Gläubige, die haben vielleicht einen Ungläubigen, einen Ungläubigen, vielleicht ein Bruder, Sester, Schwer, oder einmal nur erst, die beten einfach für diese Eierrechte, dass der einen Tag wollen Büße tun und der wollen auch kein Gott kommen. Und hier so, bietet ihr Recht, bietet ihr neuen Dollen, hier wird ein Tran sein. Hier heute dort, hier wollen die Gerechte nicht mehr für die Eierrechte beten. Hier wird nicht mehr so sein, dass die Christen, dass die beten wollen für die, wenn du vielleicht ab dem Bräuten weich sein, vielleicht raufgekommen sein oder vielleicht ja einfach den Weich gehen, einfach weich von Gott. Du wirst nicht mehr dort sein. In das dort Fährreich, was wir von der noch einfach haben.
Und dort wie dort haben, dort wenn wir mit uns lesen dann, dann haben du die Geschwister am Herrn, wenn du für uns beten dann. Oder für die, wo du vielleicht noch am Anlaufen sind. Du sind einfach noch Christen bei ihr, die beten einfach für diese Eureiter, die sollen büßen dann. Und du wolltest da kommen, wo das sich wird ändern. Du wolltest einfach ganz, ganz anders sein. So wie das dort einmal tritt, das krieg von dort gerecht. Nun werden wir einmal übergehen, nach den letzten drei Fragen und Antworten, wo wir noch einen Checken krieg von, Struf, also der Lohn für die Fromme und der Struf von der Gottlose und so wieder. Ich wollte hier einmal so das unterstrecken. Ich habe hier den rechten Marker genommen. Ich wollte hier rot unterstrecken. So, der Lohn von der Fromme und der Struf von der Gottlose. Nun werden wir die zwei Sieden noch so einmal bekicken. Und wir gehen Eva nur die 48. Sieden und du so Frau, wie uns dann so steht. Du so, also die dritte Aufteilung von der vierten Kapitel, der dritte Hauptsteck. Und du so, Frau, wie uns dann so steht, also wie sollen die Eberschaft von dem Lohn von der Fromme, der Stufe von der Gottlose, und die Frau fragen so steht, was wird endlich die, dann endlich die Fromme zu teilen werden? Der Antwort sei so steht, sie wollen nennen gehen in das eigene Leben, von allen Sinn friesen, du sollst endlich für den Stuhl Gottes in deinen Arm Tag und Nacht in seinen Tempel. Und der ab dem Stuhl sagt, wird er ewig entwohnen. Ihr wollt nicht mehr hungern, ihr wollt nicht mehr darschen. Du wollt nicht mehr fallen, ihr wollt die Sonne nach irgendeiner hat, denn das Lamm, Mäden im Stuhl, wird sie werden und leiden zu den Leben, die Wutterbäumes. Und Gott wird aufwaschen alle Thronen von ihrer Jugend. Du hast wie unsere Offenbarung, Kapitel 7, und ich wollte kurz einmal lesen, Offenbarung, Kapitel 7, Vers 15, Bad Sastien, und du sagst dazu, steht. Du wirst dann für den Thron Gottes und deinen am Tag nach in seinen Tempel. Und der ab den Thron sagt, wird er wie entwohnen und wird nicht mehr hungern nach Darschen. Du wird auch nicht ab entfallen, die Los nach irgendeine, die Sonne nach irgendeine Herd. Der dort lahm Mäden im Stuhl wird entweiden und läden zu den Leben Qualen vom Buddha. Und Gott wird aufwaschen alle Thronen von ihrer Jugend. Sie kommen hier als zu unserer Frau krank, wird endlich die Fromme zu doll werden. Die Fromme, dort meint, dort sind doi. Wenn du ein bisschen gedun in das Leben, ihr werdet ganzen Sinn nicht in Tausch stand, auch dort, wo 3x3, 23 sein, dass dort wir alle Muslime sind, und wenn wir noch niemals große Sinn gedun haben, wie sind danach sind da, das sei 3x3, 23 uns, das sei 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8 und Vers 10, sagt uns das so, ja klar, dass wir alle Muslime sind, und wenn wir noch nie nicht haben große Sinn gelebt, so, da wird dort auf Tausch tun. Und haben noch Büsse tun über all seine Sinn. Vielleicht kann er sich gleich besinnen, was die alle sind. Wenn es dann vielleicht fehlt, darf ich sagen, im Psalm 41, dort seine Sinn sind, so ist die Sonne und mehr. So, vielleicht haben wir uns gleich besinnen, was wir alles gesündigt haben. Aber wir haben einfach in unserem Herzen Büsse tun und haben einfach zu Gott gesagt, er kann mich nicht mehr besinnen, was ich alles tun habe. Das sind viele Sünden. Und dann sind wir noch in Sinn geboren und ich springe einfach mal alle nur die in der Büße einfach über die. Ich nehme das an, was die im Jesus-Begall gerade für mich getan haben. Nun, Levi aus dem Christ, wir folgen Jesus nun, aus dem Jesus, folgen wir Jesus nun und wir leben aufgesondert, dort meint, so wie wir nicht mehr von den Nubers, der Geschwister, die Freunde, von denen vielleicht du einfach ein sinniges Leben führen, wir leben aufgesondert von dir. Wir haben nicht gedacht, mit dem, was du drüben hast. Dort wird wir so betont, fromm. Ja? Nun, heute hier, dort Lohn für die Fromme, für die Christen, für die Kinder Gottes, dort wird das sein. Sie wollen nennen gehen in das eigene Leben. Wir haben dort all zum Teil in das Leben, dort kriegt was Johannes 4, Vers 25 an sein, da wo wir schon lesen, da haben wir zum Teil all das. Und dann, wenn wir dann bei Jesus wollen sein, da wo wir dort dann noch voll abteilhaftig wollen, wo wir dann einfach im Himmel beamt so wollen haben und so wieder. Nennen gut unter euer Leben, nun höre ich, von alle Sinn friesen. Dort meint von der und krieg, in dieser Welt, in dieser Zeit, wo wir leben, dann, du sollst sagen, erst der Sinn rum uns. Wir wollen ungeschert, durch die Media von der Welt mit Angebots von Sinn, was Satan uns durch die Welt anbieten wird. Durto, erst noch unsere sinnliche Natur ans Fleisch sperren, die wirklich, wenn wir abrecht sind, die Natur, die Welt einfach bloß Sinn, die ist du ans Fleisch sperren. Du hast die Loss, nur die Sinn und so wieder. Von der an, macht wir einfach kämpfen. Dort meint, wir müssen abpassen, was sein an sie Uhren. Wir müssen abpassen, was hier in unsere Uhren. Wir müssen abpassen, was redet wie. Wir müssen abpassen, was rennt in unsere Gedankenwelt. Was spielt sich du auf? Was nahst sich du an? Was tut sich? So, das ist ein Kampf. Nun heute hier, von allen Sinn friesen. Stellen wir uns das vor, dort Lohn für die Fromme.
Einfach mal, von alle sind Friesen, du wirst nicht mehr Versägen mehr sein. Du wirst ans Fleisch nicht mehr den Sinn jankern. Du wirst nicht mehr darum abpassen, was in unsere Uhren entschämt. Du wirst nicht mehr darum abpassen, was in unsere Uhren entschämt. Du wirst nicht mehr darum abpassen, was unsere Tongue redet. Du wirst nicht mehr darum kämpfen, mit was in unsere Gedankenwelt sich aufrannt. Free von Sinn. Sie sind auf dem Stuhl Gottes und dann am Tag, Tag nach dem Sieben Tempel. Und der ab den Stuhl sagt, Jesus Christus, oder hey, was ab den rechten Stuhl sagen, aber wer immer du was ab den Stuhl sagen, sagt dort hier, wort über ein Wohnen. Du wort nicht mal hungern, wort nicht mal darschen. Von der und in dieser Zeit, wo wir leben, dann ans Körper als Sona, den hungert damit eins, den darscht damit eins. Damit eins, wenn die Sonne uns sei bedrängt, der die Sonne sei ab uns knapp schien, im Sommer tiet ganz besonders, dann wort das nochmal sei warm. Du wort keine Lust mehr ab uns fallen, du wort die Sonne nicht mehr, der Herd wort nicht mehr drängen. Dann sagt er, du bist noch dort lahm, merden in Stuhl, wort die Werden und Läden, nur die leben die Wutterbarms. Check mal, das sind die Wutterbarms von da in der 1. Mose geschrieben steht, wo du, wo Gott, aus Gott den alten Garten, Garten gemerkt hat, wo er Adam und Eva nennt, stahlen dort. Du so lesen wie von der Wutterstroms, du so in 1. Mose Kapitel 2, Vers 10 und wieder. In der Offenbarung, du redet auch weiter von dieser Wutterstroms. Du hörst du, du wort dort lahm, wo sie werden in Läden, nur den Leben die Wutterbarms. Und Gott wird aufwischen alle Thron von ihren Jungen. Wunderschön. Herrlichkeit und Freiheit wird die Fromme zu doll worden. Zu unserer Frau, was wird eigentlich die Fromme zu doll worden? Wie kann sein, dort ewig leben? In der Ewigkeit wie Gott zu sein, wie Jesus. In, was sagt du noch? Du wirst nicht mehr Hunger sein, du wirst nicht mehr Durst sein, du wirst nicht mehr die Sonne drehen, du wirst nicht mehr heute Wasser sein, kalt Wasser sein, sondern das Lamm wird uns nur die Leben, die Wurde Qualen führen und Gott wird auch alle Truhen von unseren Jungen. Von der und erst Krankheit, von der und erst, dass man im Weg sterben von unseren Verwandten, Freunden, wie immer und erst, das wird er nicht mehr sein. Also das heute, du wirst Freude und Wahnsinn. Wie Gott, wie Jesus, du so, wo die Fromme worden, wo die Fromme wird zu doll worden und so wieder. Nun kommt über Charakter Gender, die nächste Frage, die fragen so, wo wird dort über die Gottlose gehen? Vielleicht ist noch ein paar Jahre ein Klimat bloß zu der Fromme eher ihr doll, also wo die Fromme wird zu doll worden. Kein Rückgrund mehr. Du wirst alle Worte so einfach friesen von den Sinn, so viel gesagt haben. Und sie wollen Gott dungen im Himmel. Gott wird ihr entwohnen. Dort bedient einfach Schutz. Schotten einfach von Gott Schutz. Friesen von aller Not. Hunger da, so viel gesagt haben. Woi dir. Und zwischen der uns wird woi in diesem Körper, wo wir nicht leben dürfen. Krankheiten, diesen Kampf und so weiter. Also dort wird einfach. Sie wollen einfach unter die vollkommene Leitung und Führung von dem Helden, von den Helden Gott sein. Und heute wird er einfach nur du leben, die Wutterbarms leiden und führen und so weiter. So, nun nur die Frau. Wo wird über die Gottlose gehen? Die Antwort, die sagt, ist, sie wollen Pein leiden. Das Auge verdorben von dem Ungesagt, von dem Herrn und von seiner herrlichen Macht. Nur 2. Thessalonicher, Kapitel 1, du so ein Vers 9. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9, und du so lese, wie es steht. Ich will einmal Vers 8 auch dazu lesen. Das sagt, es steht, und vier Flammen Vergeltung zu üben und euch, die Gott nicht kennen, und am nicht gehorsam sind, dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Die wollen Struf liegen, dort euch verdorben, und von dem Ungesagt von den Herren und von seiner herrlichen Macht. Tö unsere Frau krank, wo wird der Gottlose gehen? Pein leiden. Denk wir an die Geschichte von den dritten Mann, den armen Lazarus. Du dörst wie uns Lazarus, und so, wo bleibt die Säule nur dem Tod? Dann seht ihr irgendwo, und so wird uns oft gebildet von den dritten Mann, den armen Lazarus. Dann dörst wieder von den armen Lazarus, von den dritten Mann, den wir lesen, entschuldige mich, von den dritten Mann, den wir lesen, dort, der wir auf einen steht, würde der Pein leiden.
wie das heute und sah, der Mühl, der Wernstadt, Lazarus, soll das Fährreich haben, der kann immer gut sein, Finger andocken und am immer die Tunge schallen, wie es heute sieht, heute, der soll Pein leiden. Das ist der Mann, sieht einfach so. Dort lesen wir es dort einfach. So, hier heute dort, wo der Gottlose wird, wo der dort gut wird, sie wollen Pein leiden. Dann sagt er dort, wie verdorben, vom Angesicht von den Herren, und von seiner herrlichen Macht. Und dort habe ich auch gelesen, so in 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Zwischen welche Worte uns das sein will, wo das der Gottlose Wort sein, das Wort mein, getrennt von Gott. Zwischen mal, ich will das hier extra einfach so das betonen, mit diesen roten Strecken einfach so, wo das uns dort sein will, werde ich, wo das der Gottlose, der Eugereichte, wo der dort gut wird. Die wollen einfach getrennt sein für alle Ewigkeit. Dort heute von denen sehr wie ob wir in Christen oder nicht in Christen, ob wir für Jesus leben oder wie nicht für Jesus leben dann. Von denen sehr wie nach unten der Genut. Du meint Gott seine Genut erst über diese ganze Welt noch so ewig. Gott sein Gesicht, sein Angesicht, seine Macht und seine Herrlichkeit, der kickt von der nach rauf ist das, ab alle Menschen ab ihnen ab. Du meinst, von denen erst noch genug du. Von denen erst Gott noch, von denen hast du noch Zugang zu Gott. Ola, ich habe wie durch dort Blut von Jesus Christus, ich habe wie Zugang haben zu Gott. So, nun heute dort, wo die Frauen, wo die Teufel waren, dort meint einfach so, wo uns diese Frage sein will, getrennt einfach von Gott. Trennung. Dort meint, keine Chance mehr, an Gott zu kommen. Dort meint Gott sein Angesicht, Gott seine Gnut, Gott seine Macht und seine Herrlichkeit, wird nicht mehr über die Gottlose sein, so ist das von der auch noch erst in dieser Gnudentät, wo wir beim Leben tun. So, dass heute das Wort einfach schrecklich sein. Getrennt von Gott mit Säul und Körper, für alle Ewigkeit. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, wo das erst der Gerechte und der Ungerechte. Die Fromme und die Gottlose. Die Struf von der Gottlose. In dieser Lose wir von ein Vierflommen, Vers 8, ein Vierflommen, Vergeltung zu üben, der die Gott nicht kennen und nicht die Gehorsam von den Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus sein. Sag ich dazu. Die wollen Struf liegen. So du wollt die Struf, du wollt eine Struf kommen. In Struf liegen, dort euch verdorben, dort mein Krieg verämmer, getrennt von Gott in eine Verdorbenes. Wir können einfach sagen, es ist einfach Trennung von Gott und einfach so in der Verdammnis. Das ist furchtbar. Furchtbar wird der Gottlose Wort zu doll worden. Im Gegenteil über die Fromme wird das Wort zu doll worden. So, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Fromme, Gerechte, oder eure Rechte und Gottlose und so weiter. Trennung von der Rechte und von eure Rechte. Trennung von Gott und der eure Rechte und so weiter. So dort wird einfach furchtbar sein, wo das wird sein. So das Unterscheid, der ist so sehr groß, dass die wirklich gar nicht uns verstehen können. Wo groß der Unterscheid wirklich ist. Wir können in der Bibel wirklich davon lesen. Stellen wir uns doch ungefähr, wenn wir nie gelesen haben, die Frauen, wo die zu doll wollen. Auf ihr Leben. Sie wollen Gott tun. Du wirst nicht mehr hungern, du wirst nicht mehr durst sein. Du wirst nicht mehr krankvoll sein, du wirst nicht mehr todesvoll sein und so weiter. Im Gegenteil über, sie wollen bei Gott sein, aber im Gegenteil über die Gottlose. Getrennt von Gott, getrennt von der Gerechte, getrennt von den Kindern Gottes. In der Verdammnis, nicht mehr unter Gott sein Angesicht, nicht unter Gott sein Gnut mehr, sondern einfach mit Leib und Seele tot, einfach so in der ewige Verdammnis, in der Hall, einfach so, so ist die Bibel uns dort lehren, dass wollen das sein, einfach für immer und für alle Ewigkeit. Ewige Hall einfach so. In über kriegt das jeden so wunderschön, als wir das lesen können, wo das für die Gerechte wird sein. Und erkläre ich immer, das ist das zu tun. Erkläre ich immer so, ja, die sieht einmal auszudrücken, wo das für die Gottlose wird sein, schrecklich in Hall, getrennt und so wieder. Dort wird für ewig sein und so wieder. In dort über nicht gebrochen zum Ölenswem sein, zu grühl. Erkläre über einmal viel mehr von der Lohn von der Fromme und von dem Himmel. Von denen gleich ich einmal viel mehr rüte heben, der Scheinheit. Dort meint in anderen Wirt, erkläre uns einmal nicht,
nicht das erste, das tollste zu grüllen mit der Tränen und mit der Haaren, der irgendwie verdorben ist, sondern gleich ans Firma einfach den schönen Himmel anzujankern, dass wir einfach in Janker haben, dass wir für alles anwenden tun, dass wir einfach, wir wollen im Himmel. Wir wollen dort lohn für die Frauen, dort, wo wir können haben, wenn wir Jesus annehmen tun. Dort werden wir, dort ans der Himmel so schön sichert, dort ans das so sehr Jahr zur Hand kommt, dass wir einfach büßen tun über uns Leben, dass wir einfach Jesus nur folgen tun, dass wir können gerad werden, von dort einfach so. Und dort gleich ich viel Dollar rüberheben, wo der schöne Himmel wird sein, aus der Schrecklichkeit von der Hall. Aber die Bibel, die sagt ans Bär, ganz klar sehen, alle Bär, sagt ans Wort, dort erreicht es, wo das erreicht es, wo schön der Himmel wird sein, wo schrecklich der Hall wird sein, das sagt die Bibel uns so klar. Und von uns wird gefordert, dass wir die ganze Bibel einfach so betonen. Und Bär sehen einfach, uns als Menschen verstellen, tun, wo du ungeschätzt wird sein von der Erreichte und von der Erreichte und so weiter. Oder der Lohn von der Fromme, der Lohn, oder der Struf von der Gottlose, das wir zum Beispiel einfach so gesehen haben. So, ich muss uns mit dir bloß einfach angehört haben, wenn du zuhörchen das oder zuhörchen das, du bist vielleicht noch nicht ein Christ, du lebst vielleicht in den Sinn, du lebst vielleicht einfach getrennt auf dem braunen Weich von Gott, dann muss ich dir einfach bloß anjankern, den Schengen, die Schengen von dem Himmel. Dort Lohn von der Fromme, wo wir so ein Klima gesehen haben. Die Bibel, die haben uns noch viel mehr zu sein, gerade von der Worte Lohn, wo der Lohn von der Fromme wird sein. Und ich muss dir bloß angejankert haben, dort du musst einfach ein Janker kriegen, nur den Himmel. Und du denkst, dass du dort musst fühlen, einfach, dass du willst Büße tun, du willst Jesus annehmen, du willst einfach auf den schmalen Weich abkommen und auf den Weich, von dem Himmel fühlen. Dort einfach ein Janker, du nicht kriegst. Dort wärst du einfach. Und für dich, der du vielleicht zuhörchen darfst oder zuhörchen darfst, der du vielleicht ein Christ bist, du hast ganz klar, du hast Büße tun, du folgst Jesus, du lebst auf dem schmalen Weich, du lebst ein frommes Leben, mache ich bloß, dass wir einfach mit dem Motto sprechen sind, werden wir wieder nur folgen Jesus. Wir sind auf einem Weg, nur in der Scheine steht, nur den Himmel, einfach so, aus der Bibel uns erlernt hat. So, und ich muss uns einfach ganz, ganz ehrlich, endlich Jahrhundert haben, einfach das Wort einfach kriegen. Und dann gehen wir eben noch zu der letzten Frau. Und der letzte Frau, und damit sind wir dann so am Schluss gekommen von den Katechismen, der letzte Frau fragt uns noch so steht. Was haben wir zum Schluss, über das alles zu lernen? Die Antwort ist, dass wir haben darüber zu lernen, dass Himmel und Erde ein Tag vergangen waren. Zu einer Zeit und einer Stunde, der keiner weiß. Und dann, und dort als dann, der Herr zum Gericht kommen wird, einen jeden nur seine Worte. Noch einmal hier mit dir drei. Und dort als dann, der Herr zum Gericht erschienen und jeden Wort, einen jeden nur seine Worte. Du hast wie alle Zeit wirken und reut sein sollen, ob er uns der Tag vom Gericht nicht anversäumt, ewig fallen wird, sondern wie vor die Stunden mit Frieden dem Herrn und jeden guten Morgen machen, um beahmt zu sein und zu bleiben in aller Ewigkeit. Das so mit einer Frau und Antwort, top die Food. Und wo das dann, was wir nicht zu lernen haben, zum Schluss ist das alles. Dort heute, top die Food, wie das ist, lernen einfach Himmel und Erde. Dort meint der Lofthimmel, der Stirnhimmel, was wir von uns so sein tun, in diese Erde ein Tag vergangen worden. Zu einer Zeit und einer Stunde, der keiner weit. Und dann, der Herr zum Gericht kommen wird, einen jeden geben nur seine Worte. Check mal, merkt wie das hier, einen jeden geben nur seine Worte. Wir wollen nur die Worte gerecht worden, und so wieder. Wir wollen nur die Worte belohnt worden, und so wieder. Und du hast wie alle Zeit wirken und reut sein sollen, ob der uns der Tag vom Gericht nicht anversäumt überfallen wird, also der Tag, wo Jesus kommen wird, überfallen wird, sondern dass wir vorrecht tun, mit Frieden im Herrn und jeden Guten machen, beamt zu sein und zu bleiben in aller Ewigkeit. Wo können wir das nicht gleich verstehen? Also diese Antwort, top die Food von unseren Katechisten, der sagt uns Jesus steht, dass uns der Tag nicht anversäumt, dass ein Überfall kommen wird, sondern dort wie vorrecht tun, mit Frieden dem Herrn und jeden Guten machen, wollt ihr wieder tun? Reut tun, vorrecht sein, mit Frieden und dem Herrn lüren, mit Frieden den Herrn entgegengehen. Wollt ihr wieder tun? Das können wir bloß dann tun, wenn wir Büße tun, über uns alles sind nicht leben. Wenn wir, so ist die Bibel uns lehren, dass wenn wir uns bekehren dann, wenn wir von Nieren geboren wurden. Büße tun über uns alles leben,
Jesus annehmen, dort Opfer, was er in diesem Golgatha für uns getan hat. Und du, der ich ab den schmalen Weichen habe, komm ein neuer Fall von Jesus vor, in ein frommes Leben führen dann, nicht so leben, so ist der gottlose Leben dann, sondern ein anderes Leben führen dann, ein aufgesonderes. Du meint, er lebt anders, ein Leben führen dann. In jeder Tag büßfertig durch im Leben gut. Du meint, wann ich, was alle ich getan habe, durch den Tag, dann durch den Tausch tun. Dann durch büße die Ewa. Und ich wasche mich rein von meinen Sünden. Ich führe einfach ein reines, helles Leben. So können wir einfach, dann soll die Bibel uns lehren, dass wir einfach wollten können, dass wir auf ihr Leben haben. Johannes 5, Vers 24. 1. Johannes 5, Vers 8, Batratien. Und so haben wir in viele Stehen, wo die Bibel uns sagt, ist Evangelium Johannes Kapitel 3, Vers 15 und Vers 16. Alle werden wir dort lesen, dass wir dort wollten können, dass wir dort auf ihr Leben haben. In Römer 8, Vers 16. Dein Geist selbst, ja, auf unseren Geist heute, ist dort wie Gottes Kinder sein, und so wieder. So, dort ist die Wahrheit, wo wir können rechtstun, mit Frieden lüren, dass der letzte Tag soll kommen, um Jesus zu begehen, um an die zu gehen, so soll dieser sein. Und dann sagt er hier, und wir arm sein müssen in alle Ewigkeit. So, dort Lohn für die Fromme, dort Urteil für die Gottlose, und so wieder. In Krieg, was ich auch sagen soll, dass wir ein Klimatik gekickt haben, wo die Fromme war zu doll geworden, wo der Lohn war für die Fromme. Weil ich noch ein Gedanke an hier so, Klimatik abhandwiesen in Evangelium Johannes Kapitel 10, du so verschneien, du steht Krieg, das geschrieben, ich sende dir, wenn jemand dich mir nennt, der wird er säulig geworden. Nun habe ich ein Wort nennen und rücken und Wort Wert fingen und so wieder. So, das lässt sich so verstehen, wir lesen in der Offenbarung, dort du, wo dort alle Worten einnehmen, wo Gott alles nie merken, dann sagt er, du kommst vom Himmel rauf. Johannes sagt in einer Vision so, vom Himmel rauf kommt dort nie Jerusalem. Und du hast sogar beschrieben, wo groß dort nie Jerusalem wird sein, dort eine goldene Stadt, wird das einfach so abgenannt, einfach krieg von der goldene Stadt, wird gemerkt sein, in wo groß der wird sein, und so wieder, der Mut ist so beschrieben und so wieder, in Offenbarung Kapitel 21. So, du wirst das nie Himmel, der nie ihr, da meint du wort das Paradies oder diese goldene Stadt sein, dort nie Jerusalem wort du sein, da wort du büten für die Stadt, du wort noch dort Paradies sein, so verstehe ich das einfach, so ist dort im Garten Eden, wie euer der Sinn in das Weltland schämt, dort wort du einfach sein. Dort versuche ich immer so taub zu kriegen, gerade mit Johannes 10, wann falsch nehmen, wann du Talat sagst, und sie wollen nennen und rütteln und sie wollen wertfingen. So du es fehlt, was die Bibel uns sagen, dass was die Fromme wird, zu doll wird, was das Lohn wird sein, für die Fromme und so wieder. Und über jeden, der kriegt das andere, wo das die Gottlose gut wird. Trennung von Gott, keine Chance für nie genug mehr. Nur Offenbarung, Kapitel 20, Vers 14, Vers 15, du kannst uns von dort in Timothy nur lesen. Und dann sagt du wieder, ich wollte hier immer Timothy lesen, so Offenbarung, in Kapitel 20, du hast diese Phasen gekriegt. Von 14 und 15 sagt er zu stehen. Und der dort in seinen Reckwarten geschmitten in dort Evie 4, in den feurigen Fuhl, dort erst der zweite dort in den feurigen Fuhl. Und wenn jemand nicht gefangen war, geschrieben in dem Buch vom Leben, der war geschmitten in dem feurigen Fuhl. Chance. Das ist keine Chance mehr. Getrennt von Gott, wo ich auch mit, was ich gesagt habe, für alle Ewigkeit getrennt einfach von Gott. Trauen von Gottes Herrlichkeit, keine Segnungen, keine Gegenwart Gottes mein, wo ich am Mittwoch gesagt habe. Ewig unter den Zutun sein Schicksal, ewige Pein, keine Hoffnung von Heiligung, von der Linderung, dort wird nochmal unerschworen und so wieder, ewige Verdammnis, Verdammung ab ewig und so wieder. So dort wird dort von der Gottlose sein, damit das Schöne sieht von den Himmel. So, und besonders wie noch beten, dann war ich noch einmal dort, noch einmal an den Klimat hier anwiesen, ab der 18. Februar, ab 17.50, wo das so taubfuten dort, wo wir taubgefut so zu lernen haben. Also da meint, dass wir nicht für einmal leben wollen. Den Himmel, den Lofthimmel des Stierens und so wieder, den Eid, die wollen einen Tag vergehen. Und einen Tag, in einer Stunde, der keiner wollten dort, das sagt die Bibel uns auch, ist Thessalonicher Kapitel 5, wahrscheinlich wieder, auch auf viele Orte stehen, dort wollte keiner. Nicht nur der Engel im Himmel, sagt er in Matthäus 24, sondern Gott allein weit dort. Und dann, ob der Herr zum Gericht kommen wird, an jeden nur seine Worte, jeden an jeden nur seine Worte, noch mein Krieg. Der Eierrechte, der wird hier jeden nur erworken. Und der Gerechte, der Fromme, der wird hier auch jeden nur seine Worte. Und dann sagt er,
Und du, Herr, wenst wie das Wolken, und das ist der Top, die wir lernen können, du, Herr, soll wie alle Zeit werken und reut sein. Und dort an der Tag von Jesus hinkommt, nicht überfallen wird, sondern übervollkommen wird, sondern wie vorher stehen und mit Freien im Herrn und jeden guten Möchten beamt sein in aller Ewigkeit. Dort ist, was wir so Top, die lernen können, einfach so, von den Katechisten, Frauen und Wurden, der Grund von der Bibel, was dort einfach ist. So, und ich wünsche uns Gottes Segen, auch im Nudenken über das Ganze. Und so soll ich sagen, wie sind das so zum Schluss gekommen, mit den Katechisten, mit den Katechisten mitleihen. Und ich wünsche uns, wie wir es gefunden haben, was wir gelehrt haben. Und besonders steht dort, wir möchten sein, uns angejagert worden, einfach für den schönen Himmel, wie Jesus zu sein in aller Ewigkeit. Und dass wir können einfach den Weg finden, wo wir können gerat werden von dieser ewigen Verdammnis. Und auch, wo wir können dann, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, wo wir dann können einfach leben in den Notfall von Jesus Christus. Dass wir einfach möchten, trotzdem haben ein starkes Mal der Tür geliert, ermutigt werden. Dass wir einfach können, wertig den Weg finden, für die, die den schmalen Weg noch nicht kennen. Die der, wenn Jesus Christus als erst knapp ab den schmalen Weg, dass sie den können fangen. Und die, die dort gefunden haben, die wie Büße tun haben, ein Kind Gottes sein. Dass wir einfach möchten, ermutigt worden sein. Und haben Wort könnt lernen, wo wir auf den schmalen Weg nie leben können, einfach in der Nachfolge von Jesus Christus. Und ich wünsche uns Gottes Segen in jeder einer. Und ich will mich bedanken für jeden Tauhörchen und Tauchecken. Und ich wünsche uns, dass wir alle machen können, einfach mehr davon gelehrt haben. Und ich wünsche uns Gottes Segen im Jahr, um uns zu beten und dann selber so zum Schluss zu kommen. Lieber Herr Jesus, wir kommen in dieser Stunde zu dir. Wir danken dir, wir loben, wir preisen dich. Dass du uns diese Stunde geschenkt hast, wo wir haben können nur denken, ihr war dort gerecht. Er war dort Lohn von der Fromme, er war der Stuf von der Gottlose. Herr, wir danken dir besonders dafür, dass wir können von dem Wort lernen. Wir danken dir, dass du uns den Wort hingeloten hast. Und wir danken dir dafür, dass wir können lernen von dort gerecht. Dass die Bibel reden wird von einem Endgericht, von einem Preisgericht. Und dort wird ein verschiedenes Gericht sein, wenn wir die Lehre von der Bibel ganz nehmen, dann dort wird ein verschiedenes Gericht sein für die Gerechte, für die Fromme und für die Gottlose und für die Eurechte. Und dort, die uns dein Wort hingeloten hast, dort, wir uns sollten von der und loten, dort, ihr dort sprechen, von deinem Wort her. Die Bibel. Dort, die uns in deine Bibel auch von der und das Wort von der und wiesen, der ist, wo wir stehen, wenn wir Büsse tun haben, wenn wir die nur folgen tun, und wo wir stehen, wenn wir nicht Büsse tun haben, aber wir dich nicht die nur folgen tun. Herr, ich danke dir dafür, dass wir können von deinem Wort lernen, auch dort, wir können klimatische Kirchen kriegen, was schön, was das Lohn für die Fromme wird sein, in den schönen Himmel und alle Ewigkeit bei dir, die zu deinen. Und wo du warst viel nur die lebende Qualen vom Wutter, Wehen und so wieder, was wir gelesen haben in den schönen Himmel, dort in Jerusalem, Dankeschön, du für Herr. Und du dort wieder ohne sie, du kannst sein, was schrecklich und furchtbarer wird sein für die Gottlose, der, wo du nicht in das Leben büßt, der uns das wir gelesen haben, in Römer Kapitel 2, Vers 6 und wieder. Herr, wir danken dir besonders, dass wir bei dir mit kicken können. Ich bitte dir jeden Sehens, jeder Tauhörcher, jeder Tauhörcher Sehens. Herr, wenn du so eine Tauhörcher Tauhörcher dann, der die nicht kann, dann, ich bitte dir, dir tragst durch deinen Geist, dass sie kein Büße dann ewig erleben, dass sie kann die annehmen, sie kann von, vom Tod zum Leben durchdringen, so wie gelesen haben in Johannes 4, Vers 24. Herr, wir danken dir dafür, und wir bitte dir jeden ein Sehen, was du nur denkst. Wir danken dir und beten dir, dass sie nun. Thank you.